Herzlich willkommen zum Screencast in Betriebnahme Simatic PN-CanLink. Mit dem Gerät Simatic PN-CanLink könnt ihr eure Steuerung mit dem Feldbus CAN bzw. CAN-Open verbinden und mit bis zu 126 CAN-Knoten kommunizieren. Im Folgenden wollen wir die Temperatur eines CAN-Open-Klimasensors auslesen. Wir starten in der Netzwerksicht des TIA-Portals. Als Steuerung dient eine CPU S7-1500. Das Hardware-Support-Package für den PN-CanLink kann kostenfrei über den Siemens Industry Online Support heruntergeladen werden und ist hier bereits installiert. Wir öffnen den Hardware-Katalog und finden den PN-CanLink unter Netzkomponenten Netzübergänge. Über Doppelklick fügen wir ihn in die Netzsicht ein. Der PN-CanLink ist ein Profinet-Device und muss einem Controller zugeordnet werden. Wir klicken auf Nicht zugeordnet und wählen die CPU S7-1500 aus. Daraufhin wird die Profinet-Verbindung angelegt. Über Doppelklick auf den PN-CanLink gelangen wir zu dessen Gerätesicht. Über erneutes Anklicken öffnen wir die Eigenschaften. Hier können wir zwischen den Betriebsarten CAN Open Manager oder Slave bzw. CAN Transparent wählen. Wir definieren den PN-CanLink als CAN Open Manager. In der Gerätesicht wird der Eintrag CAN Open Manager angelegt. Diesen markieren wir und öffnen damit die Eigenschaften. Unter Kommunikation können wir die Knoten-ID des PN-CanLinks und die Übertragungsrate des CAN-Busses festlegen. Um den Klimasensor als Slave einzufügen, öffnen wir im Hardware-Katalog den Ordner CAN-Open-Knoten und doppelklicken auf den CAN-Open-Knoten universell. Der Knoten wird in der Gerätesicht angelegt und wir importieren die EDS-Datei des Klimasensors. Diese bekommt ihr vom Hersteller. Die Informationen des Knotens werden sichtbar. Wir öffnen den Eintrag Kommunikation und geben die parametrierte Knoten-ID des Klimasensors an. Da der Klimasensor nur Daten sendet, öffnen wir den Eintrag Sendedienst Process Data Objects, kurz PDO. Hier öffnen wir die Sende-PDO-Definition. Es existieren zwei PDOs. Wir wählen das erste aus und lassen uns die Zuordnungstabelle der verwendeten Object Dictionary-Einträge, abgekürzt OD, anzeigen. Es handelt sich um das richtige PDO mit der gemessenen Temperatur des Klimasensors. Wir merken uns die PDO-Nummer, die Communication Object Identifier, kurz COB-ID, und die Anordnung der Datentypen. Um das PDO des Klimasensors zu empfangen, benötigen wir einen Empfangsdaten-OD auf PN-CanLink-Seite. Dieses finden wir im Hardware-Katalog unter dem Ordner CAN Prozessdaten und fügen es hinzu. Das Empfangsobjektverzeichnis wird im CAN Open Manager eingetragen. Wir bilden die Objektverzeichniseinträge des gewählten Prozessdatenobjekts nach. Wir markieren nun in der Geräteübersicht den CAN Open Manager und öffnen die Definition des Empfangsdatenobjekts. Wir wählen die gemerkte PDO-Nummer aus und klicken die Schaltfläche PDO definieren an. Das Prozessdatenobjekt wird angelegt und wir geben die COB-ID ein. Wir wählen die nachgebildeten Objektverzeichniseinträge aus der Liste der verwendbaren aus. Die verwendeten Objektverzeichniseinträge werden in der Zuordnungstabelle aufgelistet. Der zyklische Datenaustausch zwischen dem PN-CanLink und der CPU S7-1500 erfolgt über Profinet auf das Abbild der Ein- und Ausgänge. Die Ein- und Ausgangsadressen finden wir in der Geräteübersicht des CAN-Open-Managers. Wir öffnen die PLC-Variablen der Steuerung und finden die generierten Ein- und Ausgangsvariablen des PN-CanLinks. Diese kopieren wir. Wir erstellen eine Beobachtungstabelle und fügen die PLC-Variablen ein. Nun übertragen wir unser Projekt in die CPU S7-1500. Dafür wird das Projekt übersetzt. Wir versetzen die CPU in Run und beenden den Download. Anschließend verbinden wir uns online mit der Steuerung. Die Steuerung S7-1500 meldet eine Störung, da sie den PN-CanLink nicht findet. Wir öffnen den Ordner der konfigurierten dezentralen Peripherie und finden unter dem Profinet-IO-System den PN-CanLink. Wir kopieren dessen Namen. Wir öffnen unter Online-Zugänge unsere verwendete Netzwerkkarte
und aktualisieren die erreichbaren Teilnehmer. Wir identifizieren den PN-Kennlink und wählen Online und Diagnose. Daraufhin werden wir online mit dem PN-Kennlink verbunden und betätigen die Funktion Profinet-Name vergeben. Wir führen den kopierten Namen ein und weisen dem PN-Kennlink den Profinet-Namen zu. Dies hätten wir auch über die Netzwerksicht durchführen können. Nachdem die Störung verschwunden ist, öffnen wir erneut die Beobachtungstabelle und betätigen das Symbol Alle beobachten. Es werden noch keine Daten des Klimasensors empfangen, da das Steuerbyte des PN-Kennlinks dafür den Wert 5 haben muss. Dieses setzt sich aus unterschiedlichen Bits zusammen, aus dem Steuerbit 0, das True sein muss, dem Reset-Bit 1, das False sein muss und dem Bit 2, das ebenfalls wieder True sein muss. Die Bedeutung der Bits wird im Handbuch beschrieben. Wir tragen den Steuerwert ein und übertragen ihn. Die Temperatur des CANopen Klimasensors wird nun im ersten Empfangsobjektverzeichnis mit einer Digitalstelle angezeigt und beträgt 26,3 Grad Celsius. Bei Erwärmung sehen wir, dass die Temperatur steigt. PN-Kennlink CANopen unterstützt auch die STO-Kommunikation. Ein passendes Applikationsbeispiel dazu findet ihr in CIOS. Ebenso findet ihr dort auch ein Applikationsbeispiel für CANopen Slave und Manager. Siemens. Ingenuity for life.